Hi und herzlich willkommen. Heute zeigen wir dir, wie ein professioneller Staubsauger für die Baustelle funktioniert. Und glaub mir, das ist wirklich was ganz anderes als dein Staubsauger zu Hause. Das hier ist das Absaugmobil CleanTech CTM36 EAC von Festool und es entspricht der Staubklasse M. Aber es gibt da draußen natürlich noch viel mehr Sauger von den verschiedensten Marken. Und den Link zum Vergleich findest du in unserer Beschreibung. Die Art des Staubs bestimmt, was für einen Bausauger du brauchst. Es gibt drei Staubklassen, nämlich L, M und H. Während L-Sauger eigentlich nur bessere Staubsauger sind, ist unser M-Sauger hier auch für mineralische Stäube, wie sie zum Beispiel beim Wendeschleifen entstehen, geeignet. H-Sauger sind für gefährlichere Anwendungen, wie zum Beispiel für Asbest oder Schimmel konzipiert. Ein Bausauger hat zwei zentrale Komponenten. Der Hauptfilter muss feine Staubpartikel aus der Luft filtern, bevor diese dann wieder sauber in die Umgebung geblasen wird. Und der Filtersack. Der sammelt den Großteil des aufgesaugten Materials und dient als erste Filterstufe. Er verhindert also, dass grobe Partikel den Hauptfilter erreichen und den dann zu schnell verstopfen. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Da kann man manuell und automatisch starten. Das zeigen wir gleich, wie das funktioniert. Erstmal manuell. Staubsauger fährt hoch. Wenn ich auf Auto stelle, passiert erstmal gar nichts. Das ist erst, wenn ich hier an die Autosteckdose einen Verbraucher anschließe, schaltet sich der Sauger automatisch ein. Das sehen wir nachher, wenn wir einen Trockenbauschleifer anschließen. Okay, das ist das hier. Hier kann man die Saugleistung an den Schlauchdurchmesser anpassen. Das sind in Millimeter die Angaben. Da passiert noch nicht viel. Auto-Clean bedeutet, wenn sich Staub ansammelt im Filter, dann gibt es einen mechanischen Impuls, dass der Staub sich dann löst. Das machen wir jetzt mal, nicht erschrecken. Vor allem wichtig bei staubintensiven Schleifarbeiten, so wie im Trockenbau, wenn man ganz flächig gespachtelt hat und schleift. Okay, also man kann natürlich auch den Bausauger ganz normal als Staubsauger verwenden. Und jetzt zeigen wir euch, wie ihr euren Trockenbauschleifer ganz einfach mit dem Bausauger verbinden könnt. Zuerst verbinden wir den Saugschlauch des Bausaugers mit unserem Trockenbauschleifer. Einfach einstecken und schon fast fertig. Denn jetzt kommt nämlich das Beste am Ganzen. Wir stecken den Stecker des Schleifers in die Steckdose am Bausauger. Das bedeutet dann nämlich, dass sobald ihr den Trockenbauschleifer einschaltet, automatisch auch der Bausauger angeht. Das macht das Arbeiten noch viel entspannter und einfacher. Und es wird sogar noch besser. Wenn ihr den Schleifer ausschaltet, läuft der Bausauger noch einige Sekunden nach, damit der Staub im Gerät und im Schlauch auch noch abgesaugt wird. Genial, oder? So einfach kann sauberes Arbeiten sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben und natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn ihr Fragen habt oder eigene Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann schreibt uns doch super gerne einen Kommentar. Wir freuen uns nämlich über jeden Austausch mit euch. Bis zum nächsten Video.